Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ark Fjordur. Und ja, ich habe ein bisschen gebaut, ihr seht es vielleicht. Und ich habe zwischen der letzten Folge und dieser Folge auch was gelootet. Schaut mal, ich habe eine grüne Pumpkin gelootet beim Metallfarm. Und ich habe von Memo, einen Cryo-Fridge gebaut bekommen. Das heißt, ich kann jetzt hier meine Tierchen ein bisschen verstauen. Ich brauche dringend mehr Cryos. Die werde ich aber irgendwann mal so nebenbei bauen, denke ich mal. Zwei von den Cryos werde ich mir jetzt schnappen. Und zwei von diesen Dinos. Denn wir waren ja in der letzten Folge alles gut. In einer Höhle, wo Braxe waren. Also, wo Dungbeetle waren. Und ich habe am Anfang schon erzählt gehabt, dass ich erst gedacht habe, eine andere Höhle ist gemeint. Da hat mir Vastel geschrieben, dass die bei 1084 ist, die ich dachte. Und ich habe mir gedacht, ey komm, warum nicht einfach mal anfangen mit dieser Höhle? Ich werde mich gleich noch ein bisschen vorbereiten, aber ich suche schon mal meine beiden Dinos raus. Ich bin am Überlegen, ob ich mir noch eine Flakrüstung baue. Ich denke, das könnte fast nicht schaden. Also die hier müsste ich eh reparieren. Ich bin zwar mit Gilly, fühle ich mich eigentlich relativ wohl, aber ich glaube, es schadet nicht, wenn wir ein bisschen mehr Rüstung mitnehmen. Ich habe mir ein bisschen Munition schon für meine Pumpkin gemacht und wir nehmen, wie gesagt, zwei Dinos mit ein Pärchen. Ich dachte, ich hätte irgendwo schon ein mehr geleveltes Weibchen, aber gut. Ich glaube, wir nehmen dann dieses hier. So, das passt schon. Und wir setzen es dann auf das Männchen. Und dann mit dem Buff und so weiter sollten wir da ganz gut mit zurechtkommen. Hoffe ich mal. Also ich bin gespannt. Wir lassen uns überraschen. Genau, aber ich baue mir vorher noch eine Flakrüstung. Ich kann euch mal kurz zeigen, auch was ich hier gebaut habe. Also hier wird die Werkstatt sein. Hier, das hatte ich vorher schon, mein Schlafzimmer. Die Küche, da habe ich die Wand, wie gesagt, nochmal verändert. Hier werde ich auch noch ein bisschen umbauen, weil mir der Schnitt so nicht gefällt. Aber da kommt noch ein bisschen was hin, das mache ich bei Gelegenheit. Hier oben habe ich meine Flugtierlandeplattform, zumindest für ein paar Flugtiere. Bisher steht hier nur der Petri, weil ich noch keine Lust zum Aufbauen hatte. Hier haben wir Schäfchen. Oh, warte mal, kriege ich... Ich glaube, ich habe schon wieder ein Baby verpasst. Ich wollte gerade sagen, ich kriege eigentlich jetzt gleich irgendwann ein Baby. Aber ich glaube, das ist schon wieder... mit den Schäfchen, ne? Ich habe kein... Ich bin zu... Ich weiß auch nicht. Ich schaffe das nicht. Und hier oben haben wir nochmal eine Plattform. Hier kann ich theoretisch auch nochmal ein paar Flieger parken oder... Ne? Wir werden mit der Zeit auch noch ein bisschen anbauen, weil mir das noch ein bisschen zu kastenförmig ist. Aber das kommt alles so nach und nach. Ne? Hier haben wir auch noch keine Fenster drin. Da kann ich noch durchhüpfen. Da kommen Fenster rein. Und ja, mal gucken. Wird so... So nach und nach wird das Ganze erweitert. Immer wenn ich ein bisschen Lust habe, baue ich weiter und ja. Mir fällt gerade ein, ich brauche auf jeden Fall noch Heiltränke. Da stelle ich mal ein paar an. Ich muss mal gucken, mir wurde letztens nämlich wieder Narkosemittel gemobst. Warte mal, wo ist mein... Ich hatte doch hier ein Wasserglas. Ich habe aber umgebaut. Habe ich es vergessen, wieder reinzuschmeißen. Ja, ich brauche mal eben ein neues... mir wurde letztens mal wieder von einem Klauvogel Narkosemittel geklaut. Deswegen habe ich mir jetzt hier auch die X-Pflanzen aufgestellt, dass ich das Problem hoffentlich bald nicht mehr habe. So, der craftet jetzt hier Wasserglas. Ach so, kann ich eigentlich direkt mal wieder auffüllen. So. Zack. Einmal das, was ich nicht brauche, aus meinem Inventar raus. Und dann, wie gesagt, eine Flakrüstung. Die müsste ich jetzt lernen können mittlerweile. Also schon lange eigentlich. Genau, seit 56. Seit dem Level 56 können wir das. Baupläne habe ich da leider noch nicht gefunden. Aber wer weiß, wir fangen ja jetzt an mit Höhlen. Vielleicht kommt das dann bald, ne? So. Hm. So. Zack. Ich hoffe, ich habe genug Metall, aber eigentlich habe ich da ein bisschen Vorräte gehabt. Ich habe jetzt natürlich ein bisschen Munition auch gecraftet. Deswegen muss ich da demnächst mal wieder nachlegen. Aber
denke, das, genau, das sollte hier reichen. Die Ghillie-Rüstung lasse ich, glaube ich, mal hier drin. Zack, 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 zack. Sehr schön. Sehr schön. Dann ganz wichtig, Heiltränke. 27 können wir machen. Da kommen noch zwei. Das ist schon mal was. Damit können wir erstmal leben, denke ich. Ich habe Essen, ich habe Trinken. Ich schnapp mir die Dinos. Ich glaube dann... kann es losgehen, oder? Wir fliegen mit dem Greifen rüber. Ich glaube, ich baue mir noch ein Bett und eine Foundation, die ich mir vorne hin setze. Achso. Moment, ich glaube, ich habe sogar noch ein Bett hier irgendwo in der Kiste. Auf jeden Fall eine Foundation. Ich könnte schwören, ich habe noch ein Bett, aber ich weiß gerade gar nicht. Vielleicht ist es auch woanders gelandet beim Umbau. Ja, es ist zwei Stück sogar. Sicher ist sicher. Und eine Kiste. Einmal die. Und dann können wir uns das vorne hinstellen. Dann kann ich mir auch meinen Greifen draußen lassen. Falls ich da drinnen hops gehe und mein Zeug nicht wieder kriege, will ich den Greifen nicht verlieren. Ich habe im Notfall ganz viele Dino-Eier auf Vorrat. Beziehungsweise auch von den meinen bisher besten Werten, was nicht so wahnsinnig gut ist, auch schon nachzuchten. Also das ist halb so wild. Moment mal, da ist ganz viel Kram. Oh, ich habe eine Pikeglüte, das wusste ich gar nicht. Da ist noch Narkosemittel. Muss ich noch in Sicherheit bringen hier. Mein Zähmkäfig. Da ist das ganze Zeug geblieben. Oh. Warte mal, hier ist doch mein Zähmzeug drin. Dann kann ich da doch auch den Zähmkäfig mit reinpacken. Ich glaube, es macht Sinn. So. Packe ich auch mal kurz mit rein. So, jetzt aber. Was meint ihr, schaffe ich die Höhle oder nicht? Ich glaube fast mit zwei Dinos, mit zwei guten Dinos kann man, wenn man sich nicht dämlich anstellt, schon so einiges an Höhlen schaffen. Aber wir lassen uns mal überraschen. Uiuiui, da musste ich mich gerade ganz schnell muten. Ich hoffe, ihr habt nichts mehr gehört. Ich musste gerade niesen. Hey, hey. Mal gucken, ob das der einzige war. Normalerweise, wenn ich niese, muss ich gleich immer 20, 30, 40 Mal niesen. Also wenn ich mich gleich ein bisschen ein paar Mal mute und kurz nichts sage, dann wisst ihr Bescheid, ne? Dann habe ich hier wieder so einen Niesanfall. Aber besser hier jetzt auf dem Weg dahin, als in der Höhle, wo ich mich mehr konzentrieren muss. Ja. Ach, der Nachthimmel ist hier so schön. Auch der Obelisk da drüben, das sieht so schön aus bei Nacht. Ich mag das. Auch wenn es dunkel ist. Und hier ist ein bisschen was passiert. Ein Licht dazu gekommen. Schön. Schön, schön. Da drüben ist die Basis. Süß. So. Ups. Da sind wir angeditscht. Da sind wir angeditscht. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen. Ich hoffe, wir brauchen da nicht irgendwie was gegen irgendwas Giftiges, aber ich hätte noch ein paar Stimulanzien mitnehmen können, aber wenn ich auf meinem Tier sitze, könnte das ganz gut auch ohne funktionieren. Oder ich sammle mir noch ein paar Stimberries. Ich weiß, dass die Höhle bei The Hunter total hart war. Aber da sind wir, glaube ich, auch... Ich glaube, wir waren ohne Tiere drin. Und es war... Es war halt The Hunter, ne? Da sind die Tiere alle noch mal ein bisschen krasser. Beziehungsweise du als Mensch... kannst nix. Im Prinzip.
So. Wir landen hier mal kurz an der Ecke. Mute mich mal ganz kurz zum Naseputzen. So, da bin ich wieder. Stück höher noch und ach, okay, wir müssen einmal ganz rum quasi. Übrigens, vielen Dank an alle, die mir gute Besserung gewünscht haben und die mir immer so Tipps geben oder grundsätzlich kommentieren, liken und so weiter. Freut mich immer sehr. Vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür. Ja, an dieser Stelle. Zehn, vier und acht. Das müsste jetzt bald irgendwann kommen. Da ist auch so ein Baumstamm. Ist dunkel, ne? Hier drüben ist ein Wasserfall. Guck, die Stelle ist ähnlich, ne? Die Stelle ist ähnlich. Genau, hier ist so eine Brücke. Hier ist eine Brücke. Hier Seite von der Brücke war es dann. Nee. Hier ist falsch. Wir finden es schon. Ist natürlich jetzt auch fies, dass es Nacht ist. Und super dunkel. Oh, wir sind schon weit über 84 hinaus. Wieder. Ein Stück zurück. Also ich weiß, dass wir in der Nähe von dieser Brücke auf jeden Fall immer uns orientiert hatten, als wir damals in der Cave waren. '84 könnt ihr. Ah, warte, da oben ist ein Baumstamm. Und hier drunter geht's rein, ne? Ja, da steht auch schon ein Bettchen. Mal gucken, wo wir unser Bettchen aufbauen können. Direkt davor ist ja belegt. Können hier auf jeden Fall was setzen. Sehr gut. Genau, dann packe ich die Dinos mal aus. Ich weiß gar nicht, ob ich mit denen durch die Tür passe. Deswegen nehme ich einen Cryo auf jeden Fall mit rein. Und dich packen wir ein. Was war das? Das könnte ein Archäopteryx oder so sein, ne? Der hier ein bisschen Mimimi macht oder so. So. Du kommst hier rein. So, den Narkotics brauche ich da drin auch nicht. Zumindest nicht geplant. So, das ist das Männchen. Oh, ich hätte ein Leuchtetier mitnehmen sollen. Wofür habe ich die denn? Hey, Pico Master ist da hier. Die waren das. Komische Viecher, ne? Ich hätte mir echt ein Leuchtetier mitnehmen sollen. Es ist so dunkel. Jetzt machen wir die Pfeife schon mal auf neutral. Oh, hier geht's. Alter, ist das dunkel. Damit ihr ein bisschen was seht. Mach ich gerne mal höher. Huch. Hier drin kann ich gerne mal runter machen.
Bisher ist es nicht giftig. Abgesehen von den Tierchen. Ja, die blöden Atropleura wollten mich direkt schon wieder anspucken hier. So. Okay, da kommen eine ganze Menge Mücken. Das wird spannend. Das wird spannend. Aber wisst ihr was? Das wird spannend in der nächsten Folge, wenn wir uns wiedersehen. Morgen um 12. Bis dann, ciao.